Servus, hallo und willkommen zum 10. Company of Heroes Podcast. Ja, wir haben heute das besondere Vergnügen, dass uns ein anderer bekannter Caster ein Replay zugeschickt hat, nämlich der gute Medicus, auch bekannt unter dem Namen Review Game X. Einfach mal reinschauen, wer es noch nicht getan hat. Haben wir wahrscheinlich eh schon niemals. Ja, wer hat das auch nicht? Ja, er spielt hier mit seinem One and Only AT-Mate Gen Dodimir. Aber er nennt ihn immer nur Dodo. Warum? Machen wir. Gegen. Recht, ihn auch so zu nennen. Ja. Wie heißt der denn hier oben? WD. WMD. War. Zu gebrauchen. WMDMK Sergeant Rue NG und Rom Jim. Also Rom Jim, also Rom Jim sollte jedem Begriff sein, oder sagen wir mal, jedem, dem es kein Begriff ist, ist ein sehr guter Spieler und im 2 und 2 AT levelmäßig relativ weit oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Standard-Mate ist. WMD ist auch, glaube ich, ein Clan. Yes. Wer das jetzt genau ist, weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Rom Jim solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das mal in der Ladder dann sucht, solltet ihr auf jeden Fall finden. Und nicht ganz weit unten. Ja, diese Cast hat, haben wir etwas Spezielles, und zwar, Fnatic hat sich das Spiel vorher mal angeschaut, weil uns der liebe Medicus nämlich eine Bitte gegeben hat, sie würden mit Doppel-Ami, man höre und staune, im Late Game gegen Doppel-Wehr versagen. So, ich habe gesagt, ja, wir schauen uns das an und wir geben dir auch Tipps, weil ich nämlich, jetzt kommt's zum nächsten Punkt, schon mir fast gedacht habe, was er spielen wird und was passieren wird. Ja, ich habe es ihm dann nämlich gesagt, was sie gespielt haben, und er hat's erraten. Unglaublich, oder? Wir haben so ein kleines Quiz gemacht. Er hat geschrieben, wer von beiden geht auf M8? Dann habe ich gesagt, Dolo wird auf M8 gehen. Wer von beiden baut Sniper? Dann habe ich gesagt, das wird Medicus machen. Und wer von beiden, ja, wie auch immer, hin und her. Und, welche Docs werden wir sehen? Das habe ich auch erraten. Ich meine, wenn ihr die Casts von Medicus seht, jetzt nicht über den alleraktuellsten, da hat er das geändert. Ich habe es ja immer und immer wieder wiederholt, was man machen soll. Und jetzt, ich weiß nicht, ob er das aufgrund meiner bösartigen Beeinflussung gemacht hat oder aufgrund jemand anderen oder weil er selber zu der Erkenntnis gereicht ist. Keine Ahnung. Naja, ist, glaube ich, eher weniger. hat das jetzt auch ein bisschen geändert, aber wir können jetzt auf jeden Fall mal zeigen, dass wenn man makromäßig nicht stark spielt, sich das gegen Axel sehr hart rächt. So, ich denke, damit haben wir alles abgedeckt, oder? Ja, Map hatten wir ja auch schon, Schiene und Metall, das Übliche, jo. Bla bla bla. Muss dazu sagen, dass ich als Doppelwehr sogar, auch wenn das viele jetzt ein bisschen anders sehen, oben bevorzuge, weil unten passiert sehr oft, dass auf die linke Basis ein Base Rush durchgezogen wird, und der kann sehr hässlich werden. Also vor allem, wenn man dann mal zurückgedrängt wird und man nur noch den Fuel hält und seine Ressourcen, deswegen finde ich oben wesentlich besser. Außerdem haben die Allies dann, wenn man PEs hinten in der Base die Häuser, das haben wir ja alles schon mal gesagt und so weiter und so fort. Das wollte ich nur noch sagen. Also dann, lass uns loslegen. 3, 2, 1, here we go. Genau, ich mache wie immer den Süden und Fnatic wie immer den Norden. Ja, siehst du? Medicus kennt den Namen. Ja. Bei Rom spielen noch einige andere bekannte Namen. Aber ich denke mal, Rom Jim ist da der besten Spieler. Die Baracke von Dodomir, also ich weiß, jetzt schreit Fnatic wieder, das ist überhaupt nicht alles, aber die kann man da vor dem Auto, bei dem Haus noch ein bisschen weiter nach oben bauen. Und das ist wirklich, jetzt denkt ihr alle, ja, das sind Kleinigkeiten, ja, aber das sind Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden können. Und deswegen sehe ich das ähnlich, die Baracken passen soweit, wobei der MWler, also linke Seite, MWD,
Spieler da, die man auch offensiver bauen könnte. Wir sehen jetzt, dass der Ami die Pios, mit dem Pios aus dem Graben herauskippt, da schwört Medikus total drauf. Ja, ist eigentlich eine Warum nette auch Geschichte. nicht? Die CP hat man ja im Early normalerweise frei. CP? CPM. Clicks per Minute. Ach so. So, jetzt kommen die Dinge in ja. Der Nachteil, wenn man da unten reingeht, gehen halt die Achsenpios da unten sofort in eine Deckung. Ist halt später schwerer, die da rauszukippen. Und man wird den Fight gegen die Achsenpios immer verlieren, weil man noch cappen muss. Wenn man steht man in gelber Deckung und die Achsenpios laufen normalerweise auf Close ran, gehen also oft nicht in die grüne Deckung. Könnten aber genauso gut in die grüne Deckung gehen, dann bist du genauso genutzt. Und du stehst in gelber Deckung und nicht in grüner. Dafür fängst du früher an zu cappen und hörst dann schneller auf zu cappen. Das heißt, du kannst früher auf höher Range in grüne Deckung gehen und bist den Fight wahrscheinlich sogar gewinnen. Nein. So. Oh. Was hat er ihn schön weggepusht, hä? Was macht hier Dodo? Mir, er lässt das mal, benutzt keinen Schiffbefehl und kommt jetzt mit den Rifles nach rechts. Die Allies pushen rechts. Was? Ich finde, man hätte den Druck auf die Achsen jetzt schon early, zumindest mit einem Rifle, das sollte man immer machen, einem Rifle und einen Pio auf den Fuel legen können von denen, den die cappen, und hätte der eine Spieler hier mit dem Graben und der grünen Deckung und der gelben Deckung hinter den Zaun und so weiter, den einen Fuel halten. Damit hätten sich die Achsen für eine Seite endgültig entscheiden müssen, und dann hätte der Spieler, für dessen Seite sie sich entschieden haben, die Hilfe vom anderen bekommen können. Finde ich persönlich besser. Weil mobiles Spiel im Early, also das mobile Hin und Her, ist für die Achse eher schlecht. Jetzt hat Medikus Pius in der Base stehen, wie sie sich bewegen. Aber der Micro wahrscheinlich gerade. Jetzt haben sie einen Cutdown bekommen. Sitzen die Rifles im Haus? Ja, weiß nicht. Persönlich bin ich ja überhaupt kein großer Fan von Häusern. Manche schwören ihren Raum, ich finde es ziemlich scheiße. Auch in gewissen Situationen durchaus brauchbar. Ja, aber jetzt, er verliert halt trotzdem gegen das Zeug, was da steht. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wünscht er sich einfach, dass er es festhält. Häuser halt noch. Anders Problem, ich spiele halt als Ami, wenn ich auf Int gehe, eh mit Medic Tent oder meinem Mate. Und wenn ich auch, also generell haben wir jetzt Allies immer irgendwo Medic Tent und das meistens sogar relativ früh. Und als Achse haben wir auch immer relativ schnell einen Bunker. Und deswegen ist halt Haus auf dem, hat den Nachteil, dass man die Zombies halt nicht aufsammeln kann, ne? Das macht sich nicht so früh bemerkbar, aber das merkt man schon. Jetzt drahte die Achse in Fuel zu. Interessanter Move. Aber. Achso, ja, er baut nach 3 Rifle WC. Ja, oben ist jetzt Dodo auf den Fuel gegangen. Ja, jetzt sehen wir wahrscheinlich das, was ich schon sofort im Early gesagt habe. Jetzt wird sich die Front entzerren. Entweder sie splitten sich, wodurch der Spieler mit dem BSC wahrscheinlich gegen den Rom Jim, prognostiziere ich jetzt mal, ihn wegdrücken kann mit dem BSC, und der Dodo seinen Spieler in Schach halten kann dadurch, dass der dass es hier offener ist und leichter zu flanken für ihn, dass das Haus schlechter ist für ihn geht. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Ich weiß nicht. In dem Moment hätte ich jetzt keinen WC gebaut an Medikus Stelle. Ich hätte erstmal meine Rifles refreshen und das WC ein bisschen später gebracht. Dadurch hätte ich oh, der läuft Moment ja hier los mit dem Kampfkraft. Das macht natürlich wenig tun. Ja, das macht natürlich gar keinen Sinn. Wenn wir uns mal anschauen, wie low die in Health sind. Die fallen ja sofort um, vor allem der Dreier. Ja. Oben wird jetzt auch schön die Deckung zugetraten. Ja. Die Deckung ist sehr wichtig, dass man die jetzt aktiv zugreift, wenn man das Haus hat. Genau. Weil die Rifles in der Grünen gegen das Haus gewinnen. Das ist eine billige Möglichkeit, ist ohne viel Aufwand das Haus leer zu machen, wenn der Gegner drin hockt. Theoretisch könnte man auch in Waggons stehen. Dumme ist nur, das heißt theoretisch, weil man da relativ leicht rausspringt. Wackt ein bisschen. Ja, dass jetzt mit den Rifles hier steht. Ihr seht das, was ich gesagt habe. Er hat jetzt den Mörser gebracht, er kann die Stellung beschießen.
zwingt die Achse nicht zum Rückzug, hat aber seine ganzen Rifle unrefreshed, der kann damit keine lange Flanke kämpfen. Und wehe ihm, da kommt ein MG-Crit und er steht mal nicht in Deckung. Dann hat er einen... Halt nicht gut. Da hätten sie lieber mit den Rifles links außen mehr Druck machen können und auf die Mitte pushen. Und den Achsen des Rechts, was für sie durch den längeren Weg, die Achsen an sich eh schwerer zu halten ist, wegnehmen können. Jetzt kommt die Bar rein. Finde ich überhaupt persönlich. Für drei Rifles. Für drei Rifles, die keinen Helfer haben. Erstens mal, wenn man Bar spielt, zielt man auf den dritten Rifle. Das geht entweder, wenn man vier Rifles baut und nach dem dritten relativ schnell einen Medic-Tent bringt. Mit Medic-Tent ist es auch okay, mit Doppel-Ami, Doppel-Brack. Das ist keine Frage, es geht auch. Aber so, höchst fahrlässig. Weil er die Rifles sofort... Ich bin mal gespannt, was gleich passiert. Ja, geht jetzt ins Haus. Wird ihn bald auch nicht, wollen sie nicht lange retten. Vor allem, jetzt muss er mit zwei Rifles ins Haus gehen, weil er nicht genug Damage mit einem aushält. Jetzt seht ihr mal, wie scheiße die Situation eigentlich gerade ist, ne? Jetzt hat sich die Achse wegpushen lassen. Na, hätten die Amis das mal schön im Early gemacht, was die jetzt machen. Ja, wobei es ja eigentlich gerade für die Alliierten immer normal ist, dass man sich immer verbraucht hat. Ja. Man sollte sich schon helfen, das ist ganz klar. Und Teamplay wird vor allem im Late Game mit Doppel ist essentiell wichtig und am Midgame. Wirklich extrem. Aber im Early, man kann mit seinem Baracken wie im 1-on-1 auch gut alleine kämpfen. Wenn man sein Wehrmacht dort die Kontrolle hat, wieso nicht? Wenn ihr. Jetzt muss er sich den Flamer abnehmen lassen. Ja. Das muss man sehen, dass er da oben noch rauskommt. Jetzt hat er das am G da stehen, zwei Volks, jetzt wird's eben für die beiden wieder nach oben sind. Ich schätze mal, er wird es am G drehen und wird mit den Volks auch chargen. Er chargt nicht. Fehler vom Wehrmachtler. Okay, das ist jetzt ein Fehler auf hohem Niveau, aber er hätte chargen müssen und nicht cappen. Dann hätte er vielleicht Puck verteilen können. Wir sehen jetzt einen Sniper. Sniper, der keine Deckung hat. Und gerade ist in der Mitte. Und aber das wir sehen auch ein Flugzeug. Das heißt, das heißt also, wer Airborne ist es? Dodo natürlich. Ja, hast du den Flyer? Das hat auch gefährlich. Da kommt dir sagen, wo du mal. Airborne ist eine gefährliche Geschichte. Entweder der BST spielt, geht Airborne oder keiner. Finde ich persönlich. Weil ihr entweder uncounterbare Sniper haben müsst, A, oder ihr mit Airborne versagen werdet, wenn ihr nicht besser seid, wesentlich. Weil ihr dann einen riesen Makrofehler gegangen habt. Ja. Weil Airborne im Late einfach scheiße ist. Das holt euch richtig bitter übel ein. Da fehlt es dann einfach. Ihr habt den Nachschubabbruch. Und es geht auch noch, wenn euer Gegner nicht Inf spammt. Massiv grenzbammt, dann geht's noch. Wenn ihr dann mit Airborne und Tank schön zusammenarbeitet, dann kommt ihr im Late Game auch noch hin. Ne? Dann. Wenn ihr den Vorteil der uncounterbaren Sniper bis zum Maximum ausreizt, aber da muss auch der Airborne gehen, was hier nicht der Fall ist, der die Sniper hat, dann könnt ihr auch das mit Inf zusammenspielen. Aber eigentlich sollte man schon einen Ami haben, der Tank geht und normalerweise auch mit dem Inf-Spieler zusammen. Dann habt ihr nämlich die Chance, gegen Bunker der Achsen im Late Game das Spiel nochmal zu drehen. Durch zwei Haubitzen, zwei Kaliope. So, wir sehen jetzt die Aktion. Er hat jetzt die Achse vom oberen 5er Führer getrennt. So. Aber es geht ein ultra hohes Risiko ein. Das Risiko und die Manpower-Verluste sind an meiner Meinung nach viel zu hoch dafür. Der hätte lieber hochgehen müssen und den 5er Fuel decappen. Das wäre sinnvoller gewesen. Weniger Risiko, weniger Kampfkraft. Das ist halt auch hier oben einfach nicht mehr. Er ist auf Fast im 8 gegangen. Ja. Der hat erstmal von einem Pack in die Fresse bekommen. Ich bin ja sowieso kein Freund von Fast im 8 gegen Doppelwehr. Aber man sieht es hier auch wieder, wie wenig eigentlich ausreichend. Wir haben jetzt sage und schreibe 2 Kills. Ja. In dem Fall geht er noch, weil er hinter dem Haus campen kann und so den Fuel verteidigen. Ja, aber es liegt aber auch absolut nur den Wehrmachtler. Die müssten sich jetzt für die linke Seite entscheiden und davon mit den Storms, die sie haben, den Doppelschrecks geben, rüber pushen, den im 8 kicken und dann durchpushen. Ganz einfach. Weil der Storms? Dodo hat dann nicht. Storms, der wer macht da? Immer. Oder die Waldfee. Warum Jim ist auf Blitz gegangen? Ach jo. Ne, ich hab den anderen. Wenn die Wehrmachtler jetzt nach links gegangen wären, wäre der Fuel links endgültig verloren gewesen. Der eine Bar-Rival und der eine im 8. Weiß nicht, Doppelbar. Was denkst du über Doppelbar?
Es hat halt nichts. Hart hat einen harten Push-Tor, ihr müsst aber dann bedenken, dass euer T4 super schwer kommt. Ja, das geht ja. Na, jetzt kommt der Alkmaar zum ersten Mal. Ja, ein bisschen Pech gepackt, müsst ihr mir auf den Pack treffen. Das ist halt auch so eine Sache, also jetzt. Das sieht man bei den beiden in den Podcasts auch öfter, dass die Artillerie dann irgendwo draufkommt auf irgendeinem Impfblock oder sowas, oder eigentlich letztlich gar nicht so viel ausrichtet. Ja. Da müsste man dann wirklich gucken, dass man auf die Bunker geht oder dass man gezielt eine MG oder eine Pack rausnimmt, wenn man gerade in dem Moment einfach den Bedarf hat. Weil ich meine, was hat er denn jetzt hier gekillt? Eine MG? Okay, aber. Ja. Okay, ihr konntet hier halt übertreiben. Was mich auch extrem stört, ist kein Mono-OP bei Airborne Navi. Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Also, wenn ihr schon mit Airborne und Ari unbedingt spielen wollt, ne? Mag ja sein, es gibt Situationen, in denen ist es okay. Und in denen ist es sogar gut. Und gegen. Aber wieso dann keine Munitions-OP? Also, ich meine, ihr habt einen Mund, der euch nie die Cap bedauert. Und es sind beides extrem munitionslastige Docks. Übrigens ist im Late Game Tank Dock die munitionslastigste Dock von allen überhaupt. Überraschend. Ja. Jetzt kommt die Artillerie gut. Dringend. Ja, auf den Bunker. Auf den Bunker, der ist dann auch weg. Gut, den hätte er jetzt auch mit der Pack rausnehmen können. Ja, und er tötet nichts, mal abgesehen vom Bunker, was er locker hätte mit der Pack auch machen können. Ja, muss man halt auch. Also, ja. Das, was ich bei den beiden überhaupt noch nie gesehen habe, ist die eine Einsatzmöglichkeit von der Artillerie, nämlich dass man mal in die Base vorfühlt und da irgendein Tackle-Ball abholt. Ja, wieso kann die zwei kicken? Dann habt ihr das Problem mit dem Pax nicht mehr. Wer doch mit dem M8 locker drin? Du fährst über die Straße an. Die erbeuten das MG42. Also, ihr habt es vielleicht auch in dem Cast, wo den einen, wo ich selber gespielt habe, wird der Ding geowned, der M8, der war auch ein bisschen lucky, der M8, der hätte früher, viel früher sterben können, gesehen, Beutewaffen sind mir persönlich enorm wichtig. Beutewaffen sichern euch viel vom Game, weil sie den Gegner fehlen und euch gehören. Ein Beute MG42 wettet extrem schnell, das ist saugeschaden. Muss es halt auch so sehen, ne? Auch wenn man selbst nicht unbedingt braucht, der Gegner hat es auch nicht mehr. Und das kostet ja auch halt. Das kann mir keiner erzählen, dass er keinen MG42 brauchen kann. Keine Ahnung, vielleicht denkt er sich, okay, ich hab ihn jetzt. Das kostet euch gar nichts mit den Rifles. Das ist ein Witz, was das kostet. Und wenn wir überlegen, was die hier teilweise Manpower raushauen, übrigens, das sind die Pumas, liegt unter anderem daran, dass der Infospieler keine Minen legt in seinem Rifle. Ganz klar. Ja, das ist auch, so eine Geschichte, weil, wie die Kurse und so seltenst mal, dass man Minen gelegt werden. Oder eher selten, sag ich mal. Eher. Ja, Medikus legt gerne welche, um seine Sniper abzusichern. Ja, aber generell dieser Minen-Spam wird von den beiden nicht gespielt. Bin ich auch nicht. Also ich würde die offene Ari wirklich nur für Packen benutzen und für Tech-Gebäude überhaupt nicht. Weil jeder gute Wehrmachter, der was drauf hat, und das Problem ist ja, dass sie gegen gute Wehrmachter stemmen, der retütet oder ausweicht. Ihr könnt damit nur gegen schlafende Gegner irgendwas reißen. Und die Minen sind einfach ultra stark und vor allem kriegen die Rifles halt davon. Das darf man nicht vergessen. Also, man hat ja in dem Inf-Doktrin-Cast gesehen. Ihr könnt die Pumas damit aufhalten. Ihr wettet eure Rifles und Wett-Rifles sind halt essentiell. Auf keinen Fall zu unterschätzen. Ja. Ohne Wett, ihr müsst es als Ami fertig bekommen, Wett zu sammeln. Ne? Ihr müsst nicht so viel Wett haben wie die Achse. Ihr braucht jetzt nicht alles bei 3, das ist klar. Aber ein bisschen Wett muss schon sein. Jetzt hat er den ersten Wett-Rifle und wir sehen, er hat Bar getickt. Hat beide Sniper verloren. Hat jetzt noch einen Mörser, einen Wett-Rifle. Er hat gerade noch einen Fuck bekommen. Jetzt einmal mal zu spät zurück. Er spielt so aggressiv. Fuchs dürft ihr euch nicht erlauben. Also eigentlich dürft ihr keinen eurer gebauten Rifles verlieren. So einfach ist das. Weiß nicht. Das kommt auch das sollte. Doppel-US-Play total wichtig sein. Wir sehen, das T3 ist halt kein richtiger Counter zum Puma, ne? Das ist halt ein Soft-Counter, kein Hard-Counter. Der Hard-Counter wäre der Sherman. Und der hätte längst auf dem Feld sein können. Der ist ja nun erstmal nach hinten ausgeschoben. Jetzt kommt auch das T4, das hätte viel früher stehen können. Das ist auch die Krux bei dem ganzen Spiel. Das ist einfach das Makro. Ja. Und die Gegner lesen euer Makro ja auch. Also es ist wichtig, dass ihr euren Gegner auch lest. Und
Die haben jetzt gesehen. Hä? Die haben beide Bar. Einer hat T3, einer hat WSC. T4 kommt auch später. Jetzt kommt T4. Und ich schätze mal, Medikus wird jetzt fast ein 10 bauen, aber dann fange ich Schrein an. Das sage ich euch gleich. Dann könnt ihr ja mal kurz euren Soundlager drehen. Wenn er jetzt ein 10 baut, dann flame ich ihn, weil das darf jetzt nicht passieren. Ja. Weil dann haben wir. Weil jetzt in der Situation ein 10 wäre absoluter Schwachsinn gewesen. Dann hätten wir einen sogenannten Panzer, einen Puma, und dagegen bringt er mal gar nichts. Ihr könnt schon wirklich auch nur im 10 gehen. Es gibt eine Taktik, da spielt ihr aber instant T4 ohne irgendwas mit 4 Rifles vorher, keine Upgrades, gar nichts mehr. Ihr geht einfach nur auf, setzt einen Monopil, einen Fuel-Opil und geht dann durch auf T4 und geht dann auf Tankdog und spammt nur im 10 und ja. Alliierte Kriegsmaschine, jetzt kommt Ari auf den Puma, Chalalak-Treffer, der hat sau viel Damage gemacht. Ja, er wollte glaube ich auch das Haus. MG. Brutal. Hier wieder ein Rifle, 4 Mann, 0 Health, 0 Health, lässt er stehen. Sau gefährlich. Sieht mir jetzt halt auch, wie er untergeht gegen diese ganze Wendgeschichte. Ne? Ist einfach die Position hier unten nicht zu halten. Und dieses FAQ, jetzt Socks, jetzt verstehe ich auch überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Wenn ihr schon irgendwo an der Frontbühne forcen wollt, dann baut euch ein Half-Drive, wenn ihr T3 habt. Da ist ein FAQ nicht nachzuvollziehen. Gar nicht. Ach, hier oben mal so. Ich meine, vielleicht ist das Modo mir noch aus dem CO Online so, dass es so liegt. Aber das ist Quatsch. Also, außer wenn ihr Infstock seid, braucht ihr keinen FAQ bauen, weil Infstock erste Seite, linke Seite, erster Punkt. Da kriegt ihr das FAQ dann nur noch 195 Manpower, dann ist das die Preis-Leistung in Ordnung. Aber ansonsten braucht ihr kein FAQ spielen. Vor allem dieses lustige Haus hier oben, was mehr oder weniger so und so schon tot ist. Ja. Dodo hat 4 Rifles, das ist immerhin gut, aber ich sehe immer noch kein Zombie-Zelt. Na doch, ja, Dodo. Doch, rechts. Ja, ja. Leid. Jetzt kommt das erste Nachschublager. Nur mir hätte früher das erste Nachschublager bringen müssen, wenn ich mich frage. Er strafe nicht? Doch. Er strafe nicht. Hat er? Ja, also zwei. Zwei habe ich schon gesehen. Also wenn ihr wirklich gegen Wehrmacht strafen wollt, dann müsst ihr den Strafe auch richtig ansetzen. Das heißt, nur gegen Einheit, die keine Deckung haben, gegen Sniper, gegen Pack, dann müsst ihr aber den Strafe richtig setzen, nicht vorne drauf, sondern schräg drüber, von hinten. Wobei man sagen muss, dass gerade Medikus hier den näheren Ziel folgt, dass er keine Sniper strafe. Ich weiß nicht, ob das bei Dodo auch so ist. Nur damit ich weiß, wenn ihr nicht Sniper, also wenn euch das zu lame ist, Sniper zu strafen, ist es eigentlich kein Grund, Airborne zu gehen. Ist einfach nur mal so. Ach, den Schirm sitzt jetzt halt auch den Verschlechter. Scheiße gegen Thomas, unfassbar scheiße. Das ist übrigens ein Firepuck. Für Dolomir. Auch Unachtsamkeit, die Pack repariert und die wird von innen überrannt. Viel dramatischer ist, dass der Panzer schon wieder weg ist. Ohne. Ja. Ich würde mal sagen, mit Tankos hätte er noch gelebt. Er hat 5 Kommandopunkte auf dem Konto, das habe ich auch in seinen Karten immer wieder gesehen, immer wieder bemängelt. Und Welten. Wieso? Auf was wartest du? Du brauchst Artillerie. Wo hat. Er hat Manpower, er hat doch was hast. Sehen wir, wie die Rifles abgeschlachtet werden und der Sniper nicht weggeht. Gegen MP40 und Grenz. Ich glaube, Medikus hat ein bisschen Probleme damit, die Fights vorher anzuschätzen, ob er fehlt. Aber so mit dem Fight, da steht der Puma hinten dran. Er kämpft gegen 3 Info-Einheiten. Ja, Sniper down. Die Nate hat sich auch mal gelohnt. Stand draußen. Jetzt verliert er noch einen Minensucher, auch aus Unachtsamkeit. Kannst du mal kurz Stopp machen und eine Synchro? 2022? 2025. Warte, 1, 2, okay, bin ich jetzt auch. 3, 2, 1, er hat. Also, wenn ihr eure Kommandopunkte flattet, kriegt ihr langsamer Kommandopunkte dazu. Das heißt, ihr kriegt eure Dock-Fähigkeiten später.
Das fand ich ja jetzt auch gut, was jetzt kommt. Also, die beiden sind ja nicht wie du. Also, du fängst ja immer an rumzuschreien und alle zu beleidigen. Deine Mitspieler, Gott und im Prinzip alles, was geht. Ne? Und, hier wird halt subtil geflankt. Mit Niveau geflankt. Ja. Ja. Naja, ich würde mal sagen, würden sie auch anschreien, hätten sie TS. Das ist der nächste Punkt. Jungs, holt euch irgendeine Art von Sprachchat. Es vereinfacht einfach so vieles. Man muss ja nicht viel sagen, aber einfach um die Flanken zu koordinieren, ist es wesentlich besser. Und jetzt sehen wir links auch was sehr Schönes. Schau mal nach links. Was siehst du an der linken VP? Zwei Packs. Was siehst du da als Deckung? Als was? Als Deckung für die Packs. Ich hab sie von innen überrannt. Was passiert, wenn ein Gegner. Was passiert, wenn du einen Bereich hast, der lange schon kämpft worden ist? Was macht einen guten Gegner? Der versucht irgendwann zu kippen. Übrigens wieder mal ein Fuck, die Rifle. Es wird langsam weniger. Noch ein Fuck. Es war eine Battle-Nate übrigens. Finde ich auch nicht so gut, dass die Amis den Draht nicht aufgeschnitten haben an dem Fuel. Jetzt charge der mit Rifles an die VP gegen SDG 44. Wieso charge ich gegen SDG 44? Aus dem unbedingten Willen hinaus den Fuel zu bekommen und das Ganze ja zu beenden, bevor es vollkommen den Bach runtergeht. Ja. Die also bekommen ja mit, in welche Richtung sich das entwickelt. Die Packs müssen an die Front. Ja. Oder wesentlich defensiver stehen. Wenn ihr schon eine Seite unbedingt, wenn ihr panisch Angst habt, was ich eigentlich finde. Vom Base Rush, was die Achse selten macht. Und wirklich hauptsächlich, wenn dann uns gegen Hobbiten. Der ist ja airborne. Das ist noch so eine Sache, weil da hätte man mit dem Panzer jetzt einen leichteren Stand, weil man einfach mit dem Panzer logischerweise schneller unterwegs ist. Wir sehen jetzt was. Dolo fragt nach Ari. Medikus hat keine. Er hat 6 Kommandopunkte auf Konto. Sau viel Fuel. Hatte vorhin noch einen Arsch voll Manpower. Hat fast keine Einheiten mehr. Also wir müssen nur. Er hat noch zwei Rifles und Pyro und einen Schirm. Davon hat nur ein einziger Rifle weg. Der andere ist relativ frisch. Entweder aus dem Hobbit-Zelt. Ich glaube, der ist sogar nachgebaut. Sollte man auch nicht machen. Wenn dein Mate noch genug Units hat, brauchst du nicht Ding zu gehen. Kannst du ja auch noch Ranger mit Thompson holen. Jetzt kommt der Nebelwerfer. Wow. Der kommt wieder in keinen Retreat gegen den Nebelwerfer. Ich meine, die Rifles sind super low. Wenn die hier Raketen direkt kriegen, dann sind down, gestorben, einer down. Einer ist gestorben. Ja, oder der andere auch? Nee, der andere ist zurück. Ja. Wir sehen jetzt auch, wie Medikus überall immer Off-Map setzt. Hätte er mal seine Ressourcen ordentlich gemanagt, hätte er jetzt On-Map Ari. Jetzt kommt wieder eine Bundle gegen die B2 Rifles, aber die fliegt relativ unglücklich. Und ein Stormfuck. Ja, war ein Fehler vom WM-Machtler, der Fuck. Was ist denn? Also, wir konzentrieren uns in dem Cast wirklich mit Absicht auf die US. Also, das ist, weil er meinte, er hätte da so Probleme. Wir merken jetzt, er hat nicht mit dem Pack ausgeschalten. Wird jetzt wahrscheinlich seinen Schirm dagegen verlieren. Jetzt charged er wieder gegen MP40. Ja, er verliert seinen Pack. Und mit der Pack läuft er, weiß ich nicht wohin. In den Tod. Und schon ist er weg. Also die Gegner... rechts oben nicht, verliert er jetzt... links oben verliert er jetzt übrigens die Pack. Die andere ist schon weg. Genau das, was angesprochen war. Ich hab nicht gesehen und das hat mir Fnatic auch nicht gesagt, aber ich hab's prognostiziert. Wird gesehen. Jetzt die Kämpfer das einfach gucken. Also jetzt, die Wehrmachtler ist jetzt wichtig, dass ihr, wenn ihr Packs vom Gegner überrannt habt, dass ihr, das ist wirklich verdammt wichtig, dass ihr sie entweder mit euren Schrecks zerstört, wenn ihr sie nicht braucht, meiner Meinung nach brauchen sie die Akten gerade nicht. Nee. Wenn ihr meint, ihr bräuchtet noch ein bisschen AT, vor allem so günstiges, ich kann es ja mit Holz besetzen, kostet mir ja fast nichts, macht ihr auch extra Schaden und so weiter, dann nehmt sie euch, ich finde besetzen immer besser. Jetzt links wird die Pack zerstört, schön, sehr schön. Der Mörser muss übrigens auch besetzt oder zerstört werden. Generell jegliche Waffe, die überrennt, immer entscheidet euch, brauche ich sie nicht. Kann ich sie eventuell verdienen, dann kann den Gegner leicht pucken. Oder will ich sie lieber haben? Frei nach dem Motto, was ich nicht essen kann, hau ich kaputt. Ja. Er hat jetzt 7 Kommandopunkte. Immer noch keine Haubitze freigeschaltet. Er gibt die Mund für Off-Web-Ari aus. Muss dann immer mal wieder eine Granate schmeißen. Baut hier MG-Gunner. Also ich sag euch eins, hätte der Link on mit. Die hätten selbst trotz Airborne. Und,
Und Inf gewinnen können, hätte er mal ordentlich On-Map-Ari gebaut und schön Ari gespannt. Wobei der jetzt, ja, das wäre es eigentlich genau gewesen, wenn es so viel Infanterie auf dem Feld, wie mit dem Blitzscheiß und die anderen hier von dem anderen Kollege oben. Also das wär's einfach gewesen. Wir sehen, die sind auf der 3 entgegangen. Also die Gegner haben makromäßig, sie haben auch, also mikromäßig geben sie sich die Parteien nicht so viel, wobei die Achsen weniger Fuchs haben. Ne? Finde das Achsenmikro sogar einen Ticken besser. Im Early haben sie es ein bisschen verkackt, dadurch, dass sie sich gesplittet haben. Die hätten zusammen nach links pushen müssen. Aber sie sind auch bei 3 gegangen. Klar. Er setzt seine Sniper nicht mehr ein. Er hat sie alle verloren. Es kommen auch keine mehr. Keine mit Ari, ja? Und der andere ist Airborne. Ich meine, kann sie nicht klappen. Sie spammen ja nicht mal Medic Bunker oder so. Das ist ja nicht. Sie haben einen einzigen Medic Bunker. Wenn man jetzt 2. ein bisschen lamer, würde man 5 Stück bauen. 2? 2. Einen von der Base und einen bei der bald entstehende Nacht. Der sorgt ja nur dafür, dass der Medic Bunker vorne Medics hat. Jetzt kommt die 8-8. Weiß nicht, 8-8. War jetzt über die Achsen ein bisschen, dass die alle jetzt langsam auf den Sack kriegen, sehen wir. Weiß nicht, ob ich meine Ressourcen jetzt in 8-8 investiert hätte. Die andere Frage ist, also der wahrscheinlich wundert sich der Dev-Spieler jetzt, wieso kommt denn keine Ari? Baue ich ihm doch mal ein Ari-Ziel. Eine schöne 8-8. Ja, ja, auch schön 8-8 mit Sandsäcken hier. Ja, sehr gut. Eine 8-8 könnt ihr auch immer bauen. Wichtig ist, dass ihr Sandsäcke Stacheldraht drumherum baut, um Dev-Ari drauf haben zu können. Eine 8-8 immer baut, wenn der Gegner viel Ari hat, weil dann euer Gegner ist immer geneigt, auf die 8-8 zu schießen. Und er muss sie auch mit Ari tun, um wieder rangehen zu dürfen oder zu können. Wenn er keinen Suizidangriff machen will. Was denn, Tank doch ja drin wäre. Wäre. Sehen, dass die beiden Spieler sehr viel auf Fahrzeuge im Late Game setzen und keiner spielt Tank Dog. Ziemlich persönlich ziemlich lustig. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, wieso Medicus überhaupt wahr gespielt hat. Das eine Mal, wo er seine Sniper hätte beschützen können, hat er aufgrund der Masse, die der Fuchs hier bekommen hat und der deswegen unterlegene Masse trotzdem seinen Sniper verloren, weil die irgendwie trotzdem überrannt hat. Und ansonsten hat er einen weg, zwei Baureifen. Und für den 60 Euro ausgeben mit Game, weiß nicht, lässt er sich den Schirm langsam von der 8 abschließen. Geht er jetzt wieder nicht gegen MP40 Volt. Weg 3. Also ich habe es übrigens ausprobiert nach dem letzten Cast, nachdem ich die RKT so geflamed habe. Ja, vom Damage Output her als Anti-Int-Mittel sind MP40 auf Wert 3 genauso gut. Der Unterschied ist, sie geben nicht so viel Wett, sie sind nicht so teuer zum Reinforcen. Sie werden zwar schneller suppressen, haben weniger HP, aber das ist ja eigentlich egal. Und es bringt auch nichts, wenn man den RKTs Bars aufheben lässt, das macht sie nur noch schwächer. Ja, bisschen. Von der Sache her, ich überlege auch gerade, ist es nicht auch eine Überlegung, direkt WSC zu spielen? Ja. Bin ich aber auch kein Freund von. Ich spiele auch. Ich hätte das auch ist halt immer so eine Sache, ne? Aber wenn ihr gerne mit MGs, Mörsern und Dings spielt, dann würde ich schon direkt auf WSC gehen. Muss halt ein besseres Teamplay her. Müssen mehr Minen her. Aber man kann auch direkt WSC spielen, wenn ihr WSC so liebt. Weil ich meine, von den Rifles hat er nichts mehr. Auch im Midgame hatte er die ganze Zeit nur 2 Rifles. Weil er sie immer verloren hat. Jetzt, ich weiß nicht, was diese Chance da soll. Was erhofft er sich dagegen? Er kann doch nur versuchen, links außen am Fuel in einer Siegmarke lang zu operieren, ein bisschen im Schutz des Gebäudes, um vor der 8-8 geschützt zu sein. Was greift denn jetzt die Mitte an? Das ist auch makromäßig nicht so gut. Das ist aber was man aufbeobachtet, dieses Verrennen einfach, wo du siehst, muss Stellung knacken. Muss ich dich jetzt auch mal... Das sagst du in jedem Kampf. Das ist einfach so. Mich flamest du auch dafür, wenn ich was wieder mal sehen würde. Ja, das stimmt aber. Game. Nicht nachvollziehbar. Impfdog hat eine Stärke Late-Game-Fähigkeit, wie jede Dog übrigens. Und die ist in dem Fall die Off-Map Combat Group.
Okay, es ist sau random, was ihr bekommt. Okay, es kann auch mal scheiße sein. Aber eigentlich orientiert sich die Einheiten, die ihr bekommt, das haben wir auch im Team gesagt, an den Einheiten, die ihr benötigt. Theoretisch. Theoretisch. Es fehlt zwar ab und zu, aber meistens kriegt ihr richtig geile Sachen. Also, ihr kriegt zuverlässig immer irgendwas Anti-Tank-mäßiges. Auch Mercer im Late-Game sind zu gebrauchen. Einfach alles einsmoken und auf die Siegmarke laufen. Da beschießt euch nichts mehr. Ich habe auch schon mal wirklich 3 M10s und Rifle bekommen. Ich meine, was will man mehr, wenn der Gegner Panzer auf dem Feld hat? Mal eben 3 M10s, das ist auch geil. Auch ein T17, das haben wir auch im letzten Klass besprochen. T17 mit 2 M10s zusammen ist auch sehr schön. M8 ist jetzt nicht so der Bringer, aber man kann in M8 zum Beispiel alleine eine Siegmarke, die man geschützt hat, dann abstellen und in den DVP verteidigen lassen. Und dann grundsätzlich kriegt man halt auch Rifles, die man einfach verheizen kann, weil die ja eh kein Wett haben und nichts. Und Airborne Dock hat natürlich Nachschubabwurf. Apropos Nachschubabwurf. Haben wir den überhaupt mal gesehen? Ja, nicht, oder? Ich denke... Er hat ihn freigeschalten. Bringt es nicht so ein Nachschublager-Upgrade? Weiß nicht. Naja, aber... Airborne ist kacke, wenn ihr kein... Also, Sniper-Strafen ist ein lame. Irgendwo, ja, das stimmt. Aber wenn ihr die Airborne-Dock nicht ausspielt und keine uncounterbaren Sniper wollt, sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund, wieso man Airborne geht. Ja. Man kann, und direkt WSC gehen wäre für die beiden wahrscheinlich auch eine Option. Sollten sie mal ausprobieren. Muss halt der Ami, also generell würde ich vorschlagen, dass Medikus, fangen wir jetzt einfach dreist an, oder? Tu dies. Dass Medikus direkt auf WSC geht, dafür halt 3 Pios spielt und mehr Minen legt. Auch ein MG spielt im Early, weil er benutzt ja immer wieder gerne MGs, das haben wir in seinen ganzen Casts gesehen. Auf die Baracken scheißt, weil er die Rifles eh nur immer ständig verheizt. mit seine Sniper, das Micro, das er dann frei hat, die PM, die er frei hat, auf seine Sniper konzentriert. Das heißt, dass er die Sniper mehr auseinanderzieht, jeden Sniper einzeln spielt, statt die Sniper zusammen im Kreis nach vorne zu schicken. Und dafür sein Mate Rifle Jeep oder Jeep Rifle spielt, damit sie auch feindliche Sniper aufdecken können. Und dann 4 Rifles bringt, ein Medic Tent irgendwann und auf Bar geht. Bar, Sticky, Nades. Was man halt braucht, in welche Konstellation braucht ihr. Wollt ihr erst Nades spielen, spielt ihr erst Nades. Ich bin wirklich kein Fight von Nades, wenn ihr Nades gut findet. Und wenn sie Sinn machen, vor allem gegen MG-Spam, was man als US sehr oft abbekommt. Was aber jetzt mit dem BSC zusammen kein so großes Problem sein sollte. Könnt ihr auf Nades first gehen, ihr könnt auf Bar first gehen. Dann taggt ihr noch Stickies, holt euch ein Nachschublager-Upgrade, geht dann auf T3 für Packs und könnt im Late Game immer noch T4 spielen. Und der andere, der kann WSC spielen, Mono-P bringen, Fuel-OP bringen und auf T4 gehen und Tank-Dock spielen. Hätte ihn wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Wären sie nicht auf sinnlos Airborne gegangen und der eine auf Tank. Oder Doppel-Inf und hätten Haubitzen gebaut, hätten sie das Spiel gewonnen. Aber mit den Haubitzen wäre es immer noch möglich gewesen. Ja, auch mit der Airborne. Wir können uns ja auch mal vorstellen, dass der Airborne-Spieler diese Nachschubgeschichte bei dem Tank-Spieler abwirft. Und ja, dadurch hat er sau viel Fuel. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ist okay. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Diese super billigen MGs könnt ihr dann dazu nutzen, weil die kosten hier auch wieder nichts. Nur 3 Rifles, die ihr in den Ring posten musst, könnt ihr dazu benutzen, die VP zu sichern und den Mercer dazu die VP einzunebeln. Ich persönlich bin auch ein wirklicher Freund von Airborne. Kann man machen. Hat man uncounterbare Sniper. Wenn man es denn ausspielt. Ansonsten ist scheiße, ihr müsst bedenken, Airborne Ranger sind schlechter gegen Pumas als Inf Ranger. Ihre Kosten sind eigentlich höher, weil ihr 125 Mun ausgeben müsst, damit sie Anti-Tank haben. Und Airborne Ranger sind das schlechteste Anti-Inf. Die Anti-Inf-Inf im Spiel. Also, ich weiß nicht. Luftwaffen-Bodentrupps gewinnen gegen Airborne. Kann ich noch deutlicher werden? Die Luftwaffen-Deppen gewinnen dagegen. Hallo? Wie scheiße ist das bitte? Dinger taugen zu nix, also die sind eines Anti-Tank. Und stärkere Panzer dann durch ihre komischen Resoilers, die zwar den Puma nie treffen, aber dann irgendwie total viel Schaden gegen Bunker und Panzer machen, sind sie vielleicht später zu gebrauchen. Ja, aber
Das ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht, also Airborne war in dem Spiel unnötig, meiner Meinung nach. Die hängen noch zu sehr im COAO fest. Das sieht man einfach. Das hat mit dem, das AT hat mit diesem Noob-Game nichts zu tun. Ist aber so. Und der Mangel an Haubitzen hat ihn auch, also ich meine, sie hätten sogar so spielen können und ich weiß nicht. Ich meine, er hat 10 Kommandopunkte. 10 scheiß Kommandopunkte. Hallo? Er hätte die ganze Bock durchgetackt. 3 Haubitzen. Und der Inf-Blob wäre down gegangen. Wiss ich vor allem, finde ich, ich finde es zwar techmäßig allgemein irgendwie relativ kreuz und quer, aber was mich halt auch stört, ist einfach der M8. Wenn man das mal beobachtet, auch in den Casts vom Medikus, hat er gemeint, er will selbst mal drauf achten, der macht einfach nicht so viel Schaden. Und ja, was habt ihr dann noch? Danach bleiben noch Packs. Ja. Ja, super. Ihr könnt schon, Fast C3 spielen, wenn ihr damit Base rushen wollt. Dann wenn aber ihr wisst, er kommt ultra früh vor der ersten Pack. Wenn ihr wisst, ihr könnt die erste Pack ausschalten. Oder wenn ihr wisst, es ist nur eine Pack auf dem Feld. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, dass als erste Unit aus dem T2 ein Half-Track kommt. Oder wenn ewig lang nichts aus dem T2 kommt, was ihr seht. Dann könnt ihr es auf Fast M8 probieren. Und wenn, dann muss der Fast M8 prügelfast kommen. Das heißt, ich würde fast auf ein Fuel OP. Also, ihr müsst dem Gegner den Fuel wegnehmen und selber einen Fuel OP haben, damit sich der garantiert. Jetzt im Patch wird es dann besser mit dem über T17, aber trotzdem. Gegen Dualwehr, wo auch selbst Doppel T2 zwar nicht häufig, aber durchaus spielbar ist. Und Blitz. Ne, also. Blitz sehr oft anzutreffen ist und nach dem Patch noch oft öfter anzutreffen wird, weil die doch gebufft wurde. Mit Storms, die nach 2 CP kommen, also mit eurem 8 zusammen, dann hat man sofort einen Counter dazu oder zum C17. Ihr habt die Pack, ihr könnt mit Kratz blocken, ihr könnt mit Half-Tracks blocken, ihr habt die Faust, vor allem wenn man mit vielen Volk spielt, habt ihr die Faust. Ja, also Minen liegen auch meistens. Weiß nicht, dieses M8-Gesuchs ist ziemlich kacke. Und wenn dann. Also muss ich mag es eigentlich auch nicht. Ich hab's doch auch mal und in den Cast von ihm. Der Fast M8 spielt. Ja, jetzt mach du erst. Ja, wie auch immer. Der Fast M8 spielt. Ich weiß nicht. Dann soll der andere T1 Bar 4-5 Rifles T4 spielen, Tankdog. Und der den M8 spielt. Der spielt dann WSC nach und spielt mit WSC und Ranger zum Beispiel. Der spielt dann nur 3 Rifles, spielt WSC und Ranger und geht dann auf die Haubitzen. Das wäre auch eine Option. Das ist, wird sehr wenig gespielt, ist aber echt machbar, wenn ihr eine Macht haben wollt. Aber das Teamplay so ist okay. Lässt sich natürlich verbessern, wenn man einen Sprachchat hätte, was ich ihm unbedingt anraten würde. Und macht euch keine Illusionen, die meisten AT-Teams haben irgendeine Art von TS, Skype, weiß ich nicht, irgendwas sucht euch irgendwas aus, wurscht, aber die meisten AT-Teams haben das. Also da braucht ihr euch gar nichts vormachen. Da hat im AT, das hat Fnatic irgendwann mal gesagt, das ist schon von Ewigkeit her, hat einfach eine das ist vielleicht das falsche Wort, aber Professionalisierungswelle eingesetzt. Da spielen alle Leute mit Teamspeak und Skype. Und das sollten sie bei sich auch zulegen. Und man sieht einfach, dass das makromäßig das Teamplay scheiße ist. Das muss man einfach auf Deutsch sagen, ist kacke. Das ist, dieses Kreuz-Quer-Getack ist Mist. Da ist kein Konzept dahinter. Ja, und das schlägt sich dann letztlich nieder und führt dann dazu, dass man vom Feld geschlagen wird, wenn man das Spiel eigentlich schon gewonnen hat. Ja, und wenn ihr Infdoc geht, dann müsst ihr auch irgendwie auf Haubitzen kommen, weil deswegen geht ihr Infdoc. Ja, und wenn ihr gegen Doppelwehr spielt, ist mit Wettinf nun mal zu rechnen. Das hat Doppelwehr nun mal und ich habe kaum Spiele gesehen, wo nicht einer auf Infwett gegangen ist. Ich habe selber schon mal auch mit Wehrmacht sehr böse erfahren müssen, was passiert, wenn man gegen WS keiner von beiden Spielern Wettinf geht. Dann verliert man nämlich auch. Weil man keinen Rückgrat hat für seine Armee. Also, wenn beide nur auf Fahrzeuge gehen. Ja, und dann muss man halt immer bedenken, dass das Werte 3 im aktuellen Patch dem UST3 überlegen ist. Und im nächsten Patch wird sich dann ungefähr aufgleichen, was ich ziemlich Quatsch finde, weil das UST3 billiger ist, aber wie auch immer. Das UST3 ist nicht der Hardcounter zum WRT3. Der Hardcounter zum WRT3 ist das UST4. Und euer Sherman ist, wenn ihr straight da drauf geht,
ohne Bar und ohne Scheiß, also direkt da drauf, habt den meistens gleichzeitig mit dem, also WS von der Pushing Power, habt ihn entweder gleichzeitig mit dem Puma oder kommt 1 bis 2 Minuten später. Und der Impfdoggler muss auch mehr Minen legen, das ist extrem wichtig, sehen von den beiden legen, keinen Minen. Ihr müsst, als WS müsst ihr einfach halt Minen spammen, mein Gott, das ist normal so. Wenn der Impfdog geht, dann ist das eine wichtige Fähigkeit, der Dog, die muss ausgespielt werden. Und die profitiert ja, man profitiert ja nicht nur davon, dass man die Minen legt, sondern eben auch dadurch, dass wenn was drüber fährt, man die Erfahrung bekommt. Jo. Und ihr greift auch gegen absolute Top-Teams immer mal einen Puma ab, indem ihr eine Mine legt und ihr dann den Sticky finisht. Dann habt ihr sofort einen Rifle, der Wert 1 hat. Oder der eine Veteranenstufe fast dazu bekommt. Also Wert 2 kriegt dann, wenn ihr Wert 1 Rifle habt. Auf Wert 3 dauert es dann noch ein bisschen, aber Wert 3 Rifle sind ja auch übelst krass. Und wir sehen es jetzt auch. Also die zweiten Spieler hier, die haben halt ins Late-Game kaum Wert Rifles retten können. Also die sind im Laufe des Spiels einfach weggebröckelt, die Masse. Ja. Die haben sind immer zu sehr reingecharged und die nehmen Fuchs zu leicht. Sind immer extrem kacke. Das ist einfach so als US. Wenn ihr einen Rifle verliert, den ihr aus dem Zombie-Zelt bekommt, ja, der kein Wett hat, dann ist das was ganz anderes als einen, den ihr von Minute 1 an habt, der schon Kills hat, auf dem Weg zu Wett 1 ist und dann bei Minute 15 verliert. Das ist viel, 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 viel schlimmer. Weil euch eure Veteranenstufen dadurch verloren gehen und die braucht ihr gegen Wehrmacht. Die Stickies fliegen weiter. Die Inf hält mehr aus und auf Wett 3, Gottverdammt nochmal, sind die Rifles die beste Inf. So, ja, bevor wir uns jetzt hier vollständig verzetteln. Jo. Lass mal nur noch gesagt sein, dass die Wehrmacht auch nicht so schlecht gespielt hat. Ja. Also definitiv. Dazu gehören ja immer zwei. Ja. Zu diesem Ergebnis. Bei der Situation, wie das hier teilweise aussah, da weiß ich, dass du schon wutentbrannt rausgegangen wärst und die Tastatur nach irgendjemandem geschmissen hättest, der in der Nähe gewesen wäre. Die haben es halt nicht gemacht, haben ihr Ding da durchgezogen. Stimmt gar nicht, nur weil ich mit dir ab und zu PE, weil du ab und zu PE spielen musst, mit PE muss man halt mehr mit Control aufbauen. Mit Doppelwehr kann man immer noch ein Comeback starten. Ist halt einfach nicht so schlecht gewesen, was die gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie auch, wie du schon sagst, einfach geguckt, was hat der Gegner, wie sieht entsprechend das Makro in der Base aus und haben sich dann gedacht, ja, das kann man immer noch brechen. Und das hat ja auch funktioniert. Aber wir müssen sehen, die haben beide irgendwann in Fett gebracht. Ja. Einfach, weil sie festgestellt haben, hey, das geht. Sonst habe ich immer Probleme mit meinem Infett, aber dieses Mal funktioniert es extrem gut. Ja, das ist ganz klar. Also ich weiß nicht, ob sie das so gedacht haben oder wie immer, aber wir haben gesehen, als das Infett kam und sie eine Seite dann konsequent gedoppelt haben, haben sie die US zurückgedrückt. So, im Early waren einige Fehler drin, die, glaubt ihr, finde ich auch zum Großteil erwähnt und ich. Aber ansonsten hatten die beiden noch ein sehr schönes Teamplay. Ein Teamplay, das den Alice mindestens ebenbürtig war. Ja. Also denn, würde ich sagen. Also denn, ja. Dann hoffen wir mal, dass der gute Medikus und vor allem auch der Dodomir sich das Ganze mal ein bisschen zu Herzen nehmen, wa? Ne, weil ansonsten das Micro, das ist wirklich, das ist eigentlich, was kann man nichts zu sagen, das war ja hier auch. Ja, bis auf die Fuchs halt. Ja, halt immer. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv dabei, aber im Großen und Ganzen. Gut, wir wollen es nicht nochmal durchkauen. Ja, aber ich habe mir angeschaut, wo die stehen. Und wenn sie ihr Makro überarbeiten, dann sind da noch 2-3 Level drin. Mal behaupten. Ja, dann schauen wir mal, ob es das noch ergibt. Gut. Dann sagen wir tschö.